Hallo und herzlich willkommen zur Preview zum Geico 500 vom Talladega Super Speedway. Ja, nach drei Short Tracks bzw. Dirt-Rennen am Stück, jetzt mal wieder das komplette Gegenteil mit einem Super Speedway der größten Strecke und dementsprechend, ja, quasi schnellste Strecke im Nesca, auch wenn das nicht ganz stimmt. Ja, ich freue mich drauf. Wir sind aktuell in unserer Karriere hier 16. in den Punkten, also gerade so über der Cut-Off-Line. Ich würde sagen, das versuchen wir in dem Rennen mal zu ändern. Und ja, springen direkt mal rein. So, da sind wir in Talladega angekommen, springen direkt mal ins Rennen. Das Qualifying lief nicht ganz, wie wir es uns ausgedacht haben, sind auf Platz 34 hier gestartet. Aber ja, denke mal, wir werden hier im Laufe des Rennens natürlich schon noch nach vorne kommen. Erstmal 6 Runden in der ersten Stage. Ja, reden wir mal so ein bisschen übers reale Geico 500. Ja, eins meiner Lieblingsrennen, muss ich wirklich sagen. Talladega immer ein absolutes Spektakel. Wie gesagt, die größte und längste Strecke im Nesca mit 2,66 Meilen bzw. 4,3 Kilometer Länge. Wir haben eine Kurvenüberhöhung, also ein Banking von 33 Grad. Das ist wirklich unfassbar steil. Also da kann man als Mensch schon kaum noch hoch laufen. Das ist wirklich unvorstellbar, wie steil das ist. Sieht man auch immer schön, wenn es mal einen Unfall gab und die Autos ja, da zum Stehen kommen wollen und dann wirklich einfach von der Strecke runterrutschen, wenn sie nicht mehr fahren. Also ja, wirklich Wahnsinn. Und dementsprechend ja, haben wir hier natürlich wieder einen Restrictor Plate Rennen. Das heißt, hier wird die Leistung der Autos natürlich gedrosselt, da es sonst einfach zu gefährlich wäre, sonst die Geschwindigkeiten zu hoch wären. Deswegen, rein theoretisch wäre es wahrscheinlich die schnellste Strecke. In der Realität ist das natürlich nicht der Fall, weil die Autos gedrosselt werden. Dementsprechend, Restrictor Plate Rennen heißt natürlich auch immer sehr viel Draften, also sehr viel Windschattenduelle und aggressiven Pushen. Da können wir natürlich auch wieder sehen, ja, ob da beim Bump Draften auch dieses Jahr wieder übertrieben wird. Im letzten Jahr hatten wir Joe Logano, der hier ja, geflippt ist, sich überschlagen hat. Ja, muss nicht unbedingt sein. Mal schauen, ob wir das dieses Jahr auch wieder haben. Aber ja, im letzten Jahr hatten wir hier auf jeden Fall Brad Keselowski als Sieger, der hier insgesamt schon 6 Mal gewonnen hat, also einer der Favoriten ist. Der könnte natürlich auch dieses Jahr einen Sieg sehr gut gebrauchen, da er gerade auch durch seine große Strafe gegen ihn ausgesprochen wurde, sehr weit hinten in den Point Standings ist und bisher die Saison ansonsten auch nicht so richtig läuft. Ansonsten, das zweite Rennen in den Playoffs hatte ja dann Bubba Wallace gewonnen, nachdem das wegen Regen abgebrochen werden musste. Das zeigt auch mal wieder, dass hier natürlich auch Underdogs ja, immer eine Gefahr sind. Und ich denke mal, auch gerade in diesem Jahr haben wir schon im Daytona gesehen, ja auch mit Austin Sindrick, der sich gleich mal in seinem ersten Vollzeit-Cup-Rennen den Sieg geholt hat, dass hier durchaus dann viel möglich ist. Sprechen wir noch über ein paar andere Leute, die vielleicht Siegchancen haben oder die man die zusprechen sollte. Wir haben auf der einen Seite natürlich Brad Keselowski mit den 6 Siegen insgesamt, ja, vielleicht sogar der heißeste Tipp drauf, auch wenn er jetzt mit RFK ja vielleicht einen kleinen Rückschritt gemacht hat. Aber man muss auch sagen, dass die beiden RFK-Fords ja in Daytona die Duels gewonnen hatten, sowohl Keselowski als auch Buescher. Also da bestehe auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ansonsten haben wir auch Ryan Blaney, der in jüngerer Vergangenheit hier 2 Siege sich holen konnte. Wir haben einen Logano, der ein sehr guter Super Speedway-Fahrer ist, wenn auch meist sehr aggressiv, hat hier auch schon 3-mal gewonnen. Und einen Denny Hamlin, der auch schon 2 Siege hat. Ist ja vor allem in Daytona bekannt für seine Siege. Da hat er ja schon einige eingefahren. Und dementsprechend hier in Talladega natürlich auch nicht zu unterschätzen. Wir haben aber auch immer wieder, wie eben schon erwähnt, die Chancen für Underdogs. Da hatten wir zum Beispiel in jüngerer Vergangenheit auch 2017 Ricky Stenhouse Jr., der hier gewonnen hat. Gerade auch die kleineren Chevy-Teams sind ja in diesem Jahr ziemlich gut dabei, wenn man an zum Beispiel Trackhouse denkt. Also da halte ich es auch für möglich, dass man da einen Sieg holt. Wir hatten außerdem einen Eric Almirola, der 2018 hier gewonnen hat. Auch nicht unbedingt der Fahrer, der ja, regelmäßig in der Victory Lane zu finden ist, meistens ja, wenn überhaupt einmal im Jahr. Also ja, auch das wäre möglich, dem Bernen Sieg natürlich hier auch zu gönnen. Während wir jetzt hier in die letzte Runde der erste Stage schon gehen, aktuell ja, haben wir uns tatsächlich nach vorne gearbeitet, läuft aktuell hier ganz gut. Ja, der Caution-Rekord liegt hier bei 13, ist aus dem
ja, 2020, da war es das zweite Rennen. Ansonsten sieht man hier doch eher etwas unter 10 Cautions pro Rennen. Man muss aber auch sagen, dass wenn es eine Caution gibt, dass hier in Talladega halt meistens der Big One ist, also ein Massenunfall. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns hier den Stage-Sieg einfahren können. Hinter uns die 77 ist nach oben gegangen. Erlaubt jetzt hier der unteren Lane nochmal hochzukommen. Oben kriegt wieder Momentum. Wir versuchen mal zu blocken. Ja, jetzt haben wir den Draft verloren. Schade, hat nicht geklappt, beide Lanes zu blocken. Dementsprechend kein Stage-Sieg für uns, sind Vierter gewonnen. Das ist eben genau die Schwierigkeit, vor allem auch da in Talladega, ja, die Ziellinie nicht im Dogleg, also in diesem Trioval ist, sondern ein bisschen nach dieser Kurve sozusagen, wenn man es als Kurve zählen möchte, eigentlich wird sie nicht gezählt, nach diesem Knick. Ja, so dementsprechend sind wir nur auf Platz 4. Ryan Preece hat sich hier tatsächlich den Stage-Sieg geholt. Okay, sieht man auch nicht allzu häufig vor Timmy Hill und Justin Haley. Ja, vielleicht Haley schon, aber gerade Timmy Hill und Ryan Preece hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet. Ja, ich denke mal, wir gehen an die Box. Genau, wir brauchen auf jeden Fall Sprit, Reifen. Ja, die Abnutzung hier im Spiel ist gerade relativ hoch, würde ich sagen, nehmen wir nicht mit und starten dann einfach mal rein. Wir starten tatsächlich von der ersten Position, das heißt, die anderen haben die Reifen mitgewechselt. Okay. Ja, eigentlich muss man sagen, in Talladega sind die Reifen nicht unbedingt ein Problem. Die ja, machen die Rundenzeiten kaum schneller. Es ist dann eher so, dass man mit neuen Reifen besser blocken kann, weil man die Lanes halt ja, mit mehr Grip etwas besser wechseln kann. Das war es dann aber im Endeffekt eigentlich auch schon. Also ja, Reifen auf der Super Speedway ist eigentlich nicht so ein Thema. Wird natürlich interessant. Die Reifenproblematik von Anfang der Saison ist natürlich immer noch nicht so ganz ausgestanden. Jetzt hatten wir halt ein paar Short Tracks, wo ja, Reifen jetzt nicht so das große Thema sind. Auch wenn man sagen muss, dass Martinsville vielleicht auch wegen einer sehr konservativen Reifenmischung ein Rennen war, was nicht so unterhaltsam war. Da will man ja fürs nächste Mal dann ein bisschen weichere Mischungen bringen. Aber ja, hier hätten wir potenziell natürlich wieder die Gefahr, dass die Reifen ja, fehlerhaft sind und den Fahrern wieder schnell die Reifen platzen. Wäre natürlich hier denkbar ungünstig auf so einem schnellen und großen Oval. Vor allem, da das Pack hier immer sehr dicht zusammen ist, sind hier Unfälle wirklich meistens nicht ganz so schön. Und ja, hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist. Ja, ansonsten, warum ist dieses Rennen auch wieder relativ interessant bzw. wichtig, abgesehen davon, dass ja, Talladega an sich schon ein Spektakel ist. Ja, es ist natürlich das erste von zwei Talladega-Rennen in der Saison. Das einzige in der Regular Season, denn das zweite Rennen in Talladega ist wie gewohnt das zweite Rennen der Round of 12. Also ja, in den Playoffs ein ziemlich wichtiges Rennen, um in die Round of 8 zu kommen. Ja, gilt ja da auch so ein bisschen als Rennen, wo man sich als ja, Lucky Shot quasi mit ein bisschen Glück nochmal reinqualifizieren kann, wenn man vielleicht bis dahin nicht den besten Playoff-Run hatte. Aber ja, danach kommt natürlich noch das Charlotte Roval, was auch immer so ein, ja, für so gewisse andere Qualitäten steht. Rundkursrennen ja, sind halt nochmal ein bisschen was Eigenes als die gerade klassischen 1,5-Meilen-Ovale. Und wir haben eine Caution, okay. Priest Hill und Blaney gehen an die Box. Müssen wir schauen, wie viele Runden haben wir denn insgesamt noch? Wir haben 15. Wenn wir jetzt an die Box gehen, hätten wir 10. Ich glaube jetzt mal nicht, dass wir jetzt 5 unter Caution sind. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir hier draußen auf der Strecke und ja, gehen wir direkt weiter. Ja, vorne die ersten sind, warum auch immer, jetzt erst an die Box gegangen. Dementsprechend starten wir wieder von der 1 und versuchen mal in der zweiten Stage und letzten Stage-Sieg zu holen. Sind jetzt auch nur noch 2 Runden dürften es sein, wenn wir jetzt über die Linie gehen, genau. Ja, ansonsten ist neben der Cup Series natürlich auch die Xfinity-Serie an diesem Wochenende unterwegs. Die fährt am Samstag. Da wird die grüne Flagge um ca. 22.20 Uhr geschwenkt werden. In der Cup Series sieht es ein bisschen anders aus. Da sind wir am Sonntag wie gewohnt unterwegs. Und es gibt eine schöne Sache, und zwar Motorvision TV überträgt das Rennen live von 20.30 Uhr bis ca. 0.30 Uhr, je nachdem, wann es vorbei ist, mit deutschem Kommentar. Also ja, da auf jeden Fall einschalten. Ansonsten für die Leute, die es über zum Beispiel den Trackpass schauen,
dann natürlich mit dem englischen Kommentar. Die dürfen sich über Dale Earnhardt Jr. als Gastanalyst bzw. Experten freuen. Das wird bestimmt auch ziemlich cool. Der hat ja hier auch schon einige Male gewonnen. Und der Name Earnhardt ist natürlich im Nesca sowieso ganz groß. Ist ja auch ein Hall of Famer. Also darf man sich auch drüber freuen. Jetzt versuchen wir erstmal die zweite Stage hier für uns zu gewinnen. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir natürlich eine bisschen ungünstige Situation, wie das sich das Feld mit uns zurückfallen lassen hat. Kommt jetzt natürlich mit einem großen Run hier an uns ran. Aber bisher sind die Angriffe noch okay. Wenn es jetzt mehr auf der Bottom Lane bleibt, können wir es wahrscheinlich verteidigen. Es darf nur nicht passieren, dass wir jetzt gegen zwei oder drei Lanes ankämpfen müssen. Das sieht jetzt aber mal ganz gut aus. Jetzt kommt zwar die High Lane, aber ich glaube, das kommt ein bisschen spät. Blocken nochmal unten. Das sollte eigentlich unser Stage-Sieg werden. Ja. Sehr schön. Nehmen wir wichtige Stage-Punkte mit. Auch einen Playoff-Punkt, den wir da auf unser Konto gut schreiben können. Von Human, der jetzt nicht mehr unterwegs ist. Da sitzt er jetzt ganz laut drin. Und ja, wir gehen an die Box. Müssen jetzt auch mal die Reifen wechseln. Sonst fliegen die uns wahrscheinlich wirklich mal um die Ohren. Könnte natürlich sein, dass wir dann einige Plätze jetzt verlieren. Aber ja, hier in Talladega kann man die auch relativ schnell wieder gut machen. Und ne, wir sind trotz vier Reifen sogar an der Spitze geblieben. Sehr schön. Ja, das reale Rennen wird dann natürlich 188 Runden haben. Dementsprechend mit den 2,66 Meilen 500 Meilen insgesamt der Cup Series. Die Stages werden sich so aufteilen. Stage 1 60 Runden, genauso wie Stage 2 auch 60 Runden. Und die finale Stage wird dann 68 Runden haben. Also sehr dreigeteilt war das Rennen. Vergleichsweise im Verhältnis kurzer letzte Stage, was aber hier auf den Super Speed Race natürlich auch relativ üblich ist. Die Regenwahrscheinlichkeit für Sonntag beträgt 30%, also ja, hoffen wir mal, dass es dieses Mal trocken bleibt und vor allem, dass wir das Rennen nicht wie im zweiten Rennen im letzten Jahr dann wegen Regen abbrechen müssen. Das wäre ein bisschen schade, aber ansonsten gibt es an diesem Wochenende drei Open Teams in der Cup Series, also Teams, die nicht an jedem Rennwochenende mitfahren. Somit ist das vollste Nesca-Feld seit, ich meine, dem Daytona 500. Ist aber kein Problem, muss sich keiner Sorgen übers Qualifying machen, denn es sind ja in der Cup Series insgesamt 40 Autos zugelassen, also dürfen alle mitfahren. Da fahren dann in der Nummer 44 fährt für NY Racing. Wird Greg Biffle wieder den Chevrolet übernehmen. In der Nummer 55 im MBM Ford wird JJ Yelly ins Lenkrad greifen. Und in der Nummer 62 Beard Motorsport wird Noah Gregson den Chevrolet übernehmen. Das hat natürlich einige andere Fahrerwechsel auch noch zur Folge. So fährt in der Nummer 15 im Rickwell Racing Ford Reagan, der JJ Yelly ersetzt. In der Nummer 16 im Colic Chevy wird Daniel Hendrick Noah Gregson ersetzen und im Nummer 77 Spire Chevrolet wird Landon Kessel Justin Allgaier ersetzen. Wie gesagt, da aber die meisten Piloten dann in den Open Teams unterwegs. In der Xfinity Serie sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Da haben wir 41 Autos, die angemeldet sind. Für 38 Spots, also da wird das Qualifying dann etwas wichtiger. Da fliegen dann drei auf jeden Fall raus, die nicht mitfahren dürfen. Außerdem könnte es hier auch wieder zu etwas erhitzten Gemütern wie in Martinsville kommen, denn wir haben hier wieder ein Dash for Cash Rennen, wo also diese $100.000 Prämie ausgerufen wird, wofür vier Fahrer sich qualifiziert haben beim letzten Mal und wer von diesen vier Fahrern zuerst ankommt, abgesehen vom eigentlichen Rennen, kriegt eben diese Bonuszahlung. Das ist quasi ein Rennen im Rennen. Man kann natürlich aber auch einfach beides gewinnen. Beim Dash for Cash sind dieses Mal Brandon Jones, Austin Hill und die beiden Corlec-Team-Kollegen Landon Kessel, der ja dann auch das Cup-Rennen fährt, und AJ Allmendinger mit dabei. Auf jeden Fall sehr erfahrene Piloten, gerade die beiden Corlec-Piloten dürften hier ziemlich stark sein. Corlec ja ziemlich gutes Team, wenn es um Super Speedway Racing kommt. Und ja, eigentlich arbeiten die immer als Team sehr, sehr gut zusammen. Mal schauen, wie es dann wird
wenn sie gegeneinander um sehr viel Geld fahren, obwohl man sagen muss, dass Lennon Castle und Allmendinger natürlich auch sehr erfahrene Piloten sind, die jetzt nicht unbedingt als ja, sehr aggressiv oder ja, hitzwütig gelten. Also da muss man sich wahrscheinlich etwas weniger Sorgen machen. Ansonsten, da das ein Dash-or-Cash-Rennen ist, ist es natürlich so, dass keine ja, Piloten erlaubt sind, die in der Cup Series ja, hauptsächlich unterwegs sind, also in der Cup Series die Punkte sammeln. Dementsprechend ja, haben wir halt einen Lennon Castle, aber der ja, sammelt halt nicht Vollzeit seine Punkte im Cup, deswegen ist das okay, sondern eben in der Xfinity-Serie und macht halt nur Gastauftritte sozusagen in der Cup-Serie. Ja, neben uns haben wir Keselowski, der ist ja hier in dem Rennen hier auch gerade auf der Pole gestartet, wenn wir jetzt hier mal wieder vom Spiel reden. Mal schauen, ob wir gegen ihn verteidigen können oder vielleicht sogar mit ihm ein bisschen zusammenarbeiten können. Ist natürlich schön, wenn man gerade darüber redet, dass Keselowski hier einer der besten Fahrer ist, der ja vielleicht so als Favorit so halten ist und der dann hier mit vorne mit dabei ist. Das ist ja fast wie in unserem Bristol-Ersatzrennen, was in der Woche kam, dass ja Kyle Busch in der Realität gewonnen hat, das Bristol-Dirt-Rennen, wenn auch mit sehr viel Glück. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, aber er war auch in unserem Ersatzrennen vorne mit dabei. Schaut euch das gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, jetzt geht's so langsam in die heiße Phase des Rennens über. Gerade die letzten 10 Runden dürften sehr spannend werden. Da geht es dann eigentlich richtig ab. Auch wenn es davor vielleicht ein ruhiges Rennen wird. Das weiß man ja nicht. Super Speedway-Rennen können manchmal sehr, sehr ruhig sein. Die erste Zeit können auch schon von Anfang an aggressiv sein. Das kann man immer nicht so genau vorhersagen. Aber eins, was man genau in den letzten 10 Runden ist, die Crunch-Time erreicht. Und meistens wird da auch nochmal ein Unfall passieren. Und ja, dann geht das Spiel der Overtimes los, wobei es da meistens nicht mehr bei der einen Overtime bleibt und vielleicht das Rennen sogar unter Gelb zu Ende geht. Also hier ist wirklich Spannung bis zur letzten Sekunde geboten. Mal schauen, ob wir uns hier vorne halten können. Wir sehen schon, dass das hier gerade nicht ganz optimal läuft, aber bisher konnten wir es gut verteidigen. Gehen jetzt in die letzten 2 Runden, das heißt, in der Runde wäre jetzt die letzte Gelegenheit für eine Caution, die das Rennen nicht beendet. Und ja, da haben wir sie auch schon. Es geben tatsächlich sehr viele Fahrer an die Box. Okay, das ist interessant. Und schauen wir mal, geht das ganze Feld rein? Okay, das ganze Feld geht rein. Okay, also für Reifen würde ich eigentlich sagen, braucht man nicht reingehen. Ja, Sprit sollten die 2 Runden eigentlich auch reichen. Ich würde aber sagen, wir gehen vorsichtshalber auch mit rein. Nehmen uns eine halbe Can Fuel mit und ja, wenigstens Reifen rechts sollte uns eigentlich nicht allzu sehr nach hinten werfen. Und dann starten wir rein. Okay, die anderen haben anscheinend keine Reifen gewechselt. Okay, na gut. Dann starten wir von Platz 11 und versuchen von hinten ein bisschen die Moves mit den Reifen zu machen. 2 Runden Overtime. Falls es in der ersten Runde der Overtime eine neue Caution gibt, gibt es noch eine. Wenn es in der zweiten Runde der Overtime eine Caution gibt, wäre das Rennen dann unter Gelb vorbei. So, also die Overtime-Regeln können wir hier dann gleich mal ganz praktisch zeigen. Auch schön. Beim Restart sind wir jetzt auf jeden Fall gut weggekommen. Mal schauen, dass wir hier in der Lone Lane weiter Meter gut machen. Wie schön, wenn wir von hinten angepusht werden. Ja, ansonsten muss man sagen, auf den Super Speedways ist traditionell eigentlich Ford immer sehr stark. In diesem Jahr habe ich aber auch das Gefühl, dass hier auch die kleineren Chevy-Teams auf dem Super Speedway eine Alternative sind, wie eben Ricky Stenhouse Jr., die wir jetzt ja auch vor uns haben. So. Heute muss ich echt sagen, habt ihr eigentlich alles, was die Preview angeht. Über jeden, den wir reden, der macht auch genau das, was man von ihm erwartet. Ja, schauen wir mal. Wir gehen in die letzte Runde rein, Talladega. Auf Platz 2 mal schauen, wann wir vorbeigehen können an Stenhouse Jr. Vielleicht hier schon in dem Turn. Vielleicht ist uns nicht unter die gelbe Linie. War jetzt noch halbwegs okay, würde ich sagen. Und wir werden vielleicht von der 51 angeschoben. Doch, jetzt kommt er. Okay. Komm. Das passt eigentlich ganz gut. Solange er hinten an unserem Bumper bleibt, sollte das gut sein. Jetzt geht er aber weg. Oh. Irgendwie gerade sehr viele kleinere Teams bei uns. Das müsste ein Rick Ware Chevy sein. Die sind ja jetzt auf Ford gewechselt. So, jetzt soll uns aber erstmal egal sein, welche Marke hinter uns ist. Jetzt wollen wir hier siegen und es ist alles Single-File. Das könnte unser Sieg werden und ich würde sagen, das wird's auch.
Wir gehen über die Linie und gewinnen unser Rennen. Sehr schön. Das ist wichtig. Damit sind wir quasi sicher für die Playoffs qualifiziert, haben einen 105er Speed Rating und ja, starten direkt mal rein in unseren Sieger-Burnout. Ja, können wir den auch mal sehen. Mal schauen, ob Chase Elliott vielleicht auch in der Realität sein Auto in der Victory Lane parken darf mit einem schönen Burnout. Ja, ich würde sagen, besser kann man die Preview-Folge zur Talladega nicht beenden, außer mit einem schönen Burnout. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall war, lasst doch gerne dem Video einen Daumen nach oben und dem Kanal ein Abo da. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.